Hey ho, ich grüße euch und schön, dass ihr zu einem weiteren Diablo 4 Video eingeschaltet habt. Im heutigen Diablo 4 Video widmen wir uns endlich mal den Druiden und dessen Endgame. Für den Druiden habe ich schon einige Builds gemacht, die bei euch relativ gut ankamen. Ja, aber jetzt sind wir beim Endgame und wie ihr gerade seht, geht dieser Build schon enorm ab. Wir haben quasi ein Build, der Richtung Tanky geht, aber unter anderem auch auf enorm viel Schaden. Bis zu fast 1 Million Crit können wir raushauen. Bis zu, habe ich gesagt, ja? Nicht 1 Mille, aber bis zu. Und das ist extrem krank. Wir sind mit diesem Build extrem mobil, hauen viel Schaden raus und können dementsprechend auch enorm viel Schaden einstecken, weil wir halt ein klein wenig tanky-mäßig unterwegs sind. Und einmal kurz vorab, wir können in Diablo 4 nur mit dem arbeiten, was wir natürlich auch finden, ja? Daher bringt es nichts zu sagen, ah, warum nimmst du nicht dies, warum nimmst du nicht das? Ne, klar, es sind immer Tipps, die man sehr gerne entgegennimmt, aber wenn man gewisse Sachen nicht hat, kann man auch gewisse Sachen nicht einsetzen. Ja, aber das erkläre ich euch noch alles im Laufe dieses Videos. Also solltest du Bock auf diesen Druiden-Endgame-Build haben, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Es wäre sehr nice von dir, wenn du den roten Abonnier-Button klicken würdest und dabei die Glocke aktivierst, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Ich würde erstmal sagen, genug geschnackt, lehn dich zurück, hol das Popcorn raus und viel Spaß mit dem Video. So, und wir sind jetzt auch direkt im Spiel und ich habe 58 Punkte im Fähigkeitenbaum verbraucht. Aus folgendem Grund, ich habe hier überall 100%. Und dementsprechend konnte ich dann Paragon-Punkte und Fertigkeitspunkte nochmal extra einsetzen, ja? Wenn ihr den Paragon-Baum noch nicht habt, dann geht auf jeden Fall im Regionsfortschritt mindestens auf Stufe 3, damit ihr dann jeweils die Fertigkeitenpunkte abstauben könnt. Und jetzt im Fertigkeitenbaum einmal angekommen, ich gehe jetzt hier nicht auf alles zu 100% ein, ja? Ich erkläre euch das einmal Step by Step, ganz grob. Bei den Aspekten gleich sieht das wiederum ganz anders aus. Daher schaut mal unten in der Timeline, da könnt ihr ein klein wenig hin und her spulen, ja. So, hier erstmal ganz normal jeweils einen Punkt reingemacht. Dann gehen wir hier runter und hier habe ich dann auf jeden Fall 5 Punkte reingemacht. Ich habe jetzt hier einen Bonus von 7, dazu komme ich natürlich später. Und dann habe ich hier jeweils die Punkte reingemacht. Denn Zerfetzen ist halt das Standbein dieses Builds, ja. Wenn ich jetzt diese beiden Punkte noch mit reingemacht habe, dann steht hier Zerfetzen enthält 30% Angriffsgeschwindigkeit und heilt um 1% eures maximalen Lebens, wenn ein Ziel getroffen wird. Heißt, wir heilen uns pro Schlag nochmal extra hoch, was wiederum gerade in großen Massen recht nice ist. Und dann der zweite und dritte Angriff von Zerfetzen löst außerdem Stürmen aus. Zusätzlich wird der kritische Trefferschaden von Zerfetzen dann hier nochmal um 20% erhöht. Dann habe ich hier jeweils 3 Punkte reingemacht. Einmal hier beim Raubtierinstinkt. Eure kritische Trefferchance erhöht sich bei Gegnern in der Nähe um 6%. Und hier reingemacht 10 Gänger. In Werwolfgestalt erhaltet ihr 9% Bewegungsgeschwindigkeit. Dieser Bonus hält 3 Sekunden lang an, nachdem ihr die Werwolfgestalt dann verlassen habt. Dann gehen wir hier runter. Hier in das Bollwerk 5 Punkte reingemacht. Ist ein Must-Have, der rettet uns in so vielen Situationen den Hintern, das glaubt ihr gar nicht. Wenn eine riesen Massenkontrolle auf uns ist oder so, wir können uns nicht bewegen oder was weiß ich, ja, dann direkt Bollwerk reinmachen und dann können wir uns wieder ohne Probleme bewegen und dementsprechend die Gegner dann auch platt machen. Ja, und da 5 Punkte drauf sind, kriegen wir dann dementsprechend nochmal extra Basisleben nochmal dazu. Dann habe ich hier einen reingemacht. Kraft der Ahnen erhöht eure nicht-physischen Widerstände um 5% und hier 3 Punkte reingemacht. Nach der Verwendung einer defensiven Fertigkeit erhaltet ihr 6 Sekunden lang 15% Schadensreduktion. Das ist unsere defensive Fertigkeit unter anderem und auch das hier. Da kommen wir jetzt nämlich zu und zwar nämlich bei den Blutgeheul. Da habe ich nur einen Punkt drin. Der Rest ist hier automatisch Bonus von der Rüstung, okay? Verwandelt euch in einen Werwolf und lasst ein wildes Heulen erschallen, das euch um 25,2% eures maximalen Lebens heilt. Ja, und jedes Mal, wenn wir dann halt brüllen, das Töten von Gegnern reduziert die Abklingzeit von Blutgeheul dann nochmal um 1%. Und jedes Mal, wenn wir dann hier jetzt auch
dieses Blutgeheul nutzen. Steht dann hier, Blutgeheul generiert außerdem dann nochmal 20 Geisteskraft. Also solange ihr immer Blutgeheul habt, immer aktivieren, so oft wie es geht. Dementsprechend bekommt ihr dann immer mehr Geisteskraft dazu und könnt dann immer und immer mehr Zerfetzen einsetzen, um die Gegner platt zu machen. Denn hier Zerfetzen kostet allerdings 35 Geisteskraft. Ja, deswegen, wenn es geht, immer und immer mal wieder aktivieren. Dann gehen wir hier runter und jetzt kommt unser Liebling dieses Builds. Hier habe ich auch 5 Punkte reingemacht. Die Giftranken. Eine Giftranke schießt alle 7 Sekunden aus dem Boot und fügt Gegnern im Wirkungsbereich im Verlauf von 6 Sekunden 65% Giftschaden zu. Und wenn wir das Ganze aktivieren, die Ranken strangulieren alle vergifteten Gegner in der Nähe, machen sie 3 Sekunden lang bewegungsunfähig, vergiften sie und verursachen dabei im Verlauf von 6 Sekunden 486% Schaden. Klar, ich habe jetzt hier auch was Passendes gefunden, auch Passendes gerollt. Dementsprechend habe ich auch jetzt hier 4 Punkte nochmal zusätzlich drauf. Und dementsprechend sind wir dann hier bei einem Wert von 9 und hauen damit ordentlich was raus. Die Giftranke ist ein richtig geiler Begleiter. Und mit einem passenden Aspekt ist das einfach nur krank. Dazu komme ich aber, wie gesagt, gleich. Hier habe ich 3 Punkte gemacht, denn unsere Gefährten machen dann hier nochmal 30% Bonusschaden. Dann gehen wir hier runter. Habe ich hier einen Punkt reingemacht bei Niedertrampeln. Niedertrampeln müsst ihr so sehen, wenn wir zu viele Monster um uns herum haben, ja, und es wird doch ein bisschen brenzlig, dann hauen wir mit Niedertrampeln einfach ab und haben dann dementsprechend unsere Ruhe. Ich habe dann die Punkte hier jeweils reingemacht. Einmal den Punkt hier beim Niedertrampeln fügt 150% Bonusschaden zu. Dieser Bonus wird für jeden getroffenen Gegner nach dem ersten Ziel um 50% reduziert. Und hier einen Punkt reingemacht. Das Wirken von Niedertrampeln verleiht 20 Geisteskraft. Sprich, wir haben extra Geisteskraft einmal mit unserem Blutgeheul und dann nochmal zusätzlich mit unseren Niedertrampeln. Und dementsprechend können wir dann ohne Probleme immer und immer wieder dann unser Zerfetzen dann nutzen. So, dann habe ich hier einen Punkt reingemacht. Vergiftete Gegner werden um 80% verlangsamt. Hier habe ich dann 3 Punkte reingemacht bei Toxische Clown. Kritische Treffer mit Werwolf-Fertigkeiten verursachen im Verlauf von 4 Sekunden 23% des Basisschadens als Giftschaden nochmal extra. Und hier habe ich auch 3 Punkte reingemacht. Hier habe ich zum Glück auch wieder einen Bonus mit 3 drin. Vergiftete Gegner erleiden 60% zusätzlichen kritischen Trefferschaden. Okay, dann gehen wir jetzt hier runter. Hier ist nichts, sondern hier bei der Abwehrhaltung habe ich einen reingemacht, erhöht die Menge an Stählung, die ihr aus allen Quellen erhaltet um 5%. Da bin ich hier hochgegangen, 3 Punkte reingemacht. Hier dann bei Unbändig auch 3 Punkte reingemacht. Und dann hier unten noch einen Punkt reingemacht bei Wölfische Wildheit. Jeder 6. Treffer mit einer Werwolfsfähigkeit erzielt einen kritischen Treffer und verursacht dann 60% mehr Schaden. Also solltet ihr irgendwo ein bisschen mehr Angriffsgeschwindigkeit mit drin haben, macht es auf jeden Fall. Es kommt euch dann dementsprechend nur zugute, weil, wie gesagt, je schneller ihr zuschlägt, desto schneller kommt halt der 6. Schlag, der quasi 60% mehr Schaden austeilt. Das war der Fähigkeitenbaum. Und jetzt gehen wir einmal kurz zu der Ausrüstung. Beziehungsweise, bevor wir zur Ausrüstung gehen, gehen wir zum Geistersegen, ja? Und zwar ganz oben als allererstes habe ich den reingemacht. Argwohn erleidet 10% reduzierten Schaden durch Elite-Gegner. Beim Hirsch habe ich 2 reingemacht, okay? Beim ersten Senseclown erhalte eine um 5% höhere kritische Trefferchance. Ne, die Chance ist bei uns sehr, sehr wichtig. Und Eisenfeder erhalte 10% maximal Leben. Hier haben wir schon wieder mehr Leben, okay? Dann beim Wolf den ersten reingemacht, Rudelführer. Kritische Treffer verfügen über eine Chance von bis zu 20%, die Abklingzeit eurer Gefährtenfähigkeiten abzuschließen. Sprich, jedes Mal, wenn wir jetzt in Riesenmassen um uns schlagen und jedes Mal, wenn wir einen Crit machen, dann können wir unsere Giftranken wieder neu einsetzen. Und das passiert mit diesem Bild sehr, sehr oft. Und je öfter wir die Giftranken reinsetzen bzw. reinmachen, desto besser ist das halt für uns. Und bei der Schlange habe ich den reingemacht. Kritische Treffer mit Verwandlungsfähigkeiten heilen euch um 3% eures maximalen Lebens. Und jetzt gehen wir zum Charakter. Und bevor ich loslege, dieser Build hat einen Vor- und einen Nachteil. Vorteil ist, wir finden fast alle
Aspekte in den Dungeons. Zwar nicht so gut, wie ich sie jetzt hier habe, ja. Ich glaube, 2 oder 3 müssen wir uns erfarmen, aber den Rest finden wir halt in den Dungeons. Und der Nachteil unter anderem ist auch dieses Stückchen hier. Und zwar ist das ein heiliger Brustschutz. Die Droprate ist aber nicht so gering wie andere Sachen. Also den habe ich schon mehrfach schon bekommen. Solltet ihr den nicht haben, könnt ihr natürlich ausweichen. Wichtig ist halt, mit diesen Werten ungefähr zu hantieren. Ja, zum Beispiel Schaden des Typs Gift ein bisschen hoch machen. Alles, was mit Crit-Chance und Crit-Schadenerhöhung zu tun hat, reinmachen. Das sollte eure Brust auf jeden Fall schon haben. Hatte ich am Anfang nicht. Und dementsprechend bin ich dann erstmal so ungefähr ausgewichen, ja. Und irgendwann habe ich halt diesen Drop bekommen, denn der Aspekt ist schon wichtig. Die Werwolfsgestalt ist jetzt eure wahre Gestalt und ihr erhaltet 2 Ränge für alle Werwolfsfähigkeiten, ja. Das heißt, ihr lauft dann nicht mehr als Mensch rum, sondern die ganze Zeit als ein Wolf. Hier in der Stadt, ich bin jetzt in der Stadt, da werden wir als Mensch angezeigt, aber sobald wir woanders sind oder so, sind wir instant ein Wolf. Sieht ganz cool aus und dementsprechend kriegen wir dann auch die ganzen Bonuswerte, weil wir halt ein Wolf sind, okay? Hier habe ich einen ganz normalen Helm drin mit folgendem Aspekt. Basisfertigkeiten verleihen 5 Sekunden lang 20% Schadensreduktion. Diesen Aspekt könnt ihr ebenfalls in einem Dungeon bekommen. Und da sind es dann halt nur 2 Sekunden, ja, die euch dann 20 Sekunden Schadensreduktion bringen. Aber immerhin kann man den dann unter anderem dann auch im Dungeon finden. Wichtig ist halt, dass ihr jetzt irgendwelche Sachen findet, ja, wo zum Beispiel Willenskraft mit drauf ist, Giftranke mit drauf ist, Zerfetzen mit drauf ist, Crit-Schaden, Crit-Chance mit drauf ist, vielleicht auch ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit. Da solltet ihr auf jeden Fall mit drauf achten. Hier habe ich jetzt halt +4 Ränge Raben drin, ja, und ich habe ihn halt nicht rausgekriegt. Der andere Wert, den ich jetzt frisch gerollt habe, deswegen habe ich jetzt hier auch ein bisschen mehr Willenskraft drin. Der war mir wichtiger, dass der rauskommt als die Raben, weil eventuell nutze ich halt genau diesen Kopf noch für ein anderes Bild. Aber das steht noch in den Sternen. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Habe ich gerade gesagt, ja, entzückend des wahnsinnigen Wolfes. Wenn ihr den habt, auf jeden Fall mit reinnehmen. Da habe ich dann jeweils rote Rubine reingemacht. Überall natürlich bei uns, weil die roten Rubine geben uns maximales Leben. Wir sind ein Tank. Wir halten hier schon enorm viel aus mit diesem Bild. Dann gehen wir Richtung Handschuhe. Da habe ich folgenden Aspekt drin. Erhaltet 1 zusätzlichen Gefährten. Zusätzliche Gefährten verursachen dann hier nochmal 20% Bonusschaden. Das heißt, wir haben 2 Giftranken. Ihr seht das jetzt gerade links im Bild. Unsere Giftranken oben unten. Das heißt, wir haben 2 Stück von denen und dementsprechend kommt uns das nochmal zugute und die machen dann selbst nochmal extra Bonusschaden, ja? Dann gehen wir runter Richtung Hose. Hier habe ich den Aspekt drin. Ihr erhaltet 11,5% Schadensreduktion, während ihr in einem Werwolf verwandelt seid. Heißt, deswegen triggert halt diese Brust eigentlich recht gut, da wir die ganze Zeit eigentlich nur ein Wolf sind, wenn wir jetzt unterwegs sind außerhalb der Stadt, ja? Haben wir dann quasi instant dann eine gute Schadensreduktion. Klar, es geht noch besser. Höchstwert ist jetzt hier 15. Ich habe leider Gottes nur einen mit 11,5 gefunden. Aber immerhin. Hier habe ich Intelligenz mit drauf. Ist jetzt nicht so wichtig, ja, weil Intelligenz, wir schauen uns einmal ganz kurz an, erhöht unsere Ressourcenerzeugung um 15,4. Das heißt, pro Schlag bekommen wir dann nochmal 15,4% dann nochmal Geisteskraft dazu. Was halt wichtig ist, ist halt Geschicklichkeit. Das sorgt dafür, damit wir eine kritische Trefferchance erhöht haben. Willenskraft ist ganz wichtig, wegen Fertigkeitenschaden und der Rest eigentlich jetzt nicht so. Klar, Stärke geht immer mehr Rüstung oder so, aber Willenskraft und Geschicklichkeit ist schon sehr, sehr wichtig. Solltet ihr das irgendwo mit drauf haben, dann habt ihr schon mal gute Karten. So, dann gehen wir Richtung Schuhe. Hier ist folgender Aspekt drin. Solange ihr unaufhaltsam seid, sowie in den 4 Sekunden danach, erhaltet ihr 25% höhere Bewegungsgeschwindigkeit und könnt euch frei durch Gegner dann nochmal bewegen. Ja, und das ist auch schon nicht schlecht. Und folgende Waffe habe ich genommen, und zwar nämlich einen Stab. Stab deswegen, weil hier steht Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlusteffekten leiden. Wir verteilen hier auf jeden Fall einen Kontrollverlusteffekt, ja, mit unseren Ranken. Wir halten die Gegner fest, wir vergiften sie etc. pp. Und dementsprechend machen wir dann hier nochmal extra Schaden, ja. Hier sind dann nochmal +66 auf alle Werte.
Was halt wiederum wichtig ist, Schaden gegen Gegner, die von vergiftet betroffen sind. Willenskraft ist dementsprechend wieder hochgegangen und Schaden gegen folgende Gegner, die halt verlangsamt sind. Folgender Aspekt ist dann drin, während ihr stürmt, sucht Zerfetzen nach vergifteten Gegnern in der Nähe und fügt ihnen sofort 180% des Giftschadens zu. Und dementsprechend sind wir dann mit diesem Aspekt extrem mobil. Wir springen von links nach rechts, nach oben, nach unten, die ganze Zeit hin und her und machen dann dementsprechend dann nochmal extra zusätzlich Schaden dazu. Dann gehen wir Richtung Amulett. Beim Amulett ist folgender Aspekt drin. Ihr erhaltet 4 Sekunden lang höhere Rüstung, wenn ihr irgendeine Art von Schaden verursacht, bis bla 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 Prozent dann noch stapelbar. Dann gehen wir Richtung Ring. Und hier kritische Treffer mit Zerfetzen fügen dem Ziel und Gegnern in der Nähe 30% des verursachten Schadens als Blitzschaden nochmal extra zu. Heißt, wir haben dann nochmal zusätzlich Schaden aus einer anderen Quelle. Und das ist dann halt der Blitzschaden. Dann gehen wir zu diesem Ring. Hier ist Blutgeheul drin, erhöht die kritische Trefferchance um 8,5%. Zusätzlich wirkt sich Blutgeheul auch 3 Sekunden lang auf Gefährten und Spieler in der Nähe dann aus. Heißt, unsere Ranken machen ein bisschen mehr Damage, also beziehungsweise haben eine Crit-Chance, ne, die erhöht ist. Und natürlich, wenn wir in einer Party spielen, dann dementsprechend auch noch. Soweit, so gut. Das waren jetzt die ganzen Aspekte. Ich habe euch schon gesagt, worauf ihr achten solltet, was alles mit drin sein soll. Ja, Schaden gegen Gegner in der Nähe ist ganz wichtig. Crit-Schaden, Crit-Chance, Schaden gegen vergiftete Gegner, eventuell einen kleinen Bonus bei euren Gefährten und natürlich jegliche Art von Bonus, was Giftranken, Zerfetzen oder Blutgeheul angeht. Ja, da solltet ihr schon drauf achten. Ach ja, und hier habe ich dann nochmal Diamanten reingemacht, denn die Diamanten geben uns nochmal 8% Widerstand gegen alle Schadensarten. Und bei der Waffe habe ich grüne reingemacht. Kritische Trefferschaden gegen verwundbare Gegner wird dann hier dann nochmal erhöht. Soweit so gut. Jetzt gehen wir einmal Richtung Paragon Board und dann zeige ich euch, wie das Ganze so aussieht. So, wir fangen hier unten an und dann bin ich hier einmal komplett lang gegangen, habe das alles so mitgenommen. Das ist dann quasi der Anfang. Hier habe ich dann diese Glyphe mit drin und zwar Werwolf. Hier kriegen wir nochmal 14,8% Schaden in folgenden Gestalt und zwar Werwolfsgestalt. Dann bin ich hier so hoch gegangen und dann kam dieses Board. Bei diesem Board gibt es einen Punkt und zwar ist das der legendäre Knoten gestärkte Bosheit. Solange mindestens 3 vergiftete Gegner in der Nähe sind, verursachen wir dann dementsprechend nochmal mehr Schaden. Sprich, wenn wir jetzt gegen einen Boss kämpfen, der alleine ist, machen wir leider Gottes 45% weniger Schaden. Ja, aber der Boss kriegt uns trotzdem nicht down, weil wir uns ständig immer wieder hochheilen. Daher ist dieser Bild gerade in Riesenmassen eigentlich einfach der Wahnsinn. Ja, ich gehe einmal hier hin. Ja, ich zeige euch das einmal ganz kurz, was ich hier alles geskillt habe. Hier ist dann die nächste Glyphe drin. Und zwar Ausbeuten. Und zwar steht hier 7,4% Schaden gegen verwundbare Ziele. Dann habe ich den Punkt noch hier mit reingemacht. Tödliche Reißzähne. Ich gehe jetzt bei dem Paragonbaum jetzt nicht direkt komplett drauf ein. Ja, ich scrolle jetzt einfach mal hier so lang. Bleibe bei den Gelben jeweils immer ein bisschen stehen. Hier toxischer Fluch. Hier machen wir nochmal Schaden extra gegen vergiftete Ziele. Dann hier gehen wir ein bisschen hoch. Hier kommt der nächste gelbe. Widerstand gegen Gift. Heißt, wir gehen mit diesem Bild auf jeden Fall auch ein bisschen tanky. Ja, wir haben sehr viele Widerstände, egal in welche Richtung. Und dementsprechend auch ein bisschen Schaden. Hier ist der legendäre Knoten. Und dann kommt der hier. Das Board. Bei diesem Board ist dann dieser Knoten drin. Führung der Ahnen. Wenn ihr 75 Geisteskraft verbraucht, verursacht ihr 5 Sekunden lang nochmal 30% extra Schaden. So, ich scroll wieder ein bisschen rein. Dann gehen wir hier hin. Hier ein klein wenig Heilung der Tränke wurde ein bisschen erhöht. Lebensregeneration, wenn ihr kürzlich keinen Schaden erlitten habt, könnt ihr eventuell rauslassen, wenn ihr das nicht unbedingt braucht. Ne? Aber ich finde es schon ganz nice. Safety first halt, ja. Dann hier einen Punkt reingemacht. Hier haben wir dann nochmal mehr Geisteskraft. Da gehen wir hier ein bisschen hoch. Hier haben wir dann ebenfalls nochmal mehr Geisteskraft. Dann gehen wir hier so links lang. Dann hier Widerstand wieder mal. Und hier habe ich dann diese Glyphe mit drin. Territorial, 2% Schaden gegen Gegner in der Nähe. Und ja, ich muss meine Glyphen noch ein klein wenig ein bisschen anpassen. Wenn ich den jetzt natürlich auf 15 habe, kann ich dann dementsprechend hier auch mehr Geschicklichkeit skillen, was ich natürlich auch machen werde, um den Bonus da nochmal zu bekommen, okay? Dann kommt dieses Board und hier bin ich jetzt gerade stehen geblieben
Und zwar bei diesem Board ist dann folgendes: Lust auf Gemetzel, da möchte ich ganz gerne hin. Kritische Treffer mit Werwolf-Fähigkeiten stellen 2 Geisteskraft wieder her. Was halt dafür sorgt, dass unsere Geisteskraft immer und immer wieder aufgeladen wird und wir dementsprechend dann nonstop alles nutzen können, was das Zeug hält. Und dementsprechend können wir dann in kurzer Zeit sehr viel Damage raushauen. Ja, dann hier noch ein Punkt mit reingemacht. Schaden für Fertigkeiten des Typs Wolf. Und hier dann nochmal extra Crit. So, das war mein Druid-Bild. Es kommen natürlich noch viel, viel mehr Videos. Ich bin gerade fleißig schon am Farmen. Ich hoffe, ich konnte dir damit soweit helfen. Wenn ja, bleib doch direkt mit einem kostenlosen Abo da. Und schau dir mal eventuell meine ganzen anderen Videos von Diablo 4 an. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, da wird das ein oder andere Video für dich dabei sein, was dich interessieren wird. Ja, gerade auch für den Druiden. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Freigeist TV ist raus. Ciao, ciao.